Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Grow, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Runde. Wir spielen heute nochmal eine kleine Runde mit dem Druiden, weil es uns ja letztes Mal nicht gereicht hat für die Quest, die wir natürlich beenden wollen. Und danach werden wir mal gucken, was wir da Schönes machen. Dann spielen wir einfach noch eine gechillte Runde Ranked, hätte ich mal gesagt. Ein schönes Ründchen mit, das werde ich ja mal dann irgendwann mal entscheiden, mit was ich da spielen werde. Wir haben uns einen Worthy Opponent relativ schnell gefunden. Spielen gegen einen Golden Rogue. Och, komm schon. Da ist auf jeden Fall mal die Combo und wir kriegen endlich den Coin. Endlich haben wir mal den Coin, hä? Die drei mache ich mal hier weg. Wir wollen relatives Early Border. Hallo? Early Board. Was versteht ihr daran nicht, Karten? Ich ziehe heute mit dem Druiden, also man hat es ja schon in der letzten Folge gesehen, ich ziehe sehr, sehr schlecht gerade mit dem Druiden. Gerade hier, die Karten sind nicht ideal. Die Karten sind einfach nicht ideal. Ich überlege mir gerade, den Knife Juggler rauszucoinen, wenn er dann aber für 0 einfach Dinge spielt, ist es halt auch nicht gut. Deswegen warten wir einfach ab. Klar, eigentlich sind wir hier Faserino und so, aber was bringt uns Faserino, wenn wir nichts triggern können? Living Roots finde ich cool, werden wir jetzt auch gleich mal raushauen. Die hätten wir jetzt einen Turn vorher haben können, aber naja, was soll's. Hätte er jetzt schon mal 2 Schaden gefressen. Wenn er jetzt ein Minion rausspielt, können wir ihn auf 4 theoretisch gleich wegmachen oder wir holen auf 5 dann den Druid of the Claw, was auch eigentlich relativ gutes Play wäre, müssen wir uns noch überlegen. Oder halt auf die 4 dann den, wenn wir ihn ziehen sollen, den Fel Reaver. Okay, er macht also beide weg. Ah ne, er hat die Combo nicht spielen können. Das ist gut, das ist gut. Wir haben also auf jeden Fall 2 Damage safe hier. Ich weiß, es ist ein bisschen schade jetzt um das Value, aber wir spielen jetzt trotzdem den Knife Juggler raus. Spielen jetzt trotzdem den Knife Juggler raus. Gucken einfach mal, was er hier jetzt macht. Er hat wahrscheinlich das Ding ready, den Backstab. Kann damit einfach reagieren. Fan of Knives, okay. Muss also gar nicht den Backstab ready halten, sondern geht halt einfach face drauf. Sind aber immerhin 3 Schaden, die wir ihm hier jetzt aktiv machen. Er kann sich keinen Knife mehr holen. Jetzt können wir auf 5 den Druid of the Claw holen. Holen uns den aber mit die 4-6er Form. Wir gehen also nicht dieses Mal direkt face, sondern machen das, gehen das langsam an. Klar, wenn er jetzt ein Assassinate hat, hat sich das Ganze erledigt, aber ich glaube nicht, dass er das hat. Ich muss sagen, seitdem ich den Rogue auch mal selber so ein bisschen gespielt habe, merke ich auch immer wieder, dass wirklich Blizzard das sehr, sehr gut hingekriegt hat, dass die Klassen sehr ausgeglichen sind. Ah, er wird jetzt wahrscheinlich hier Waffe holen, dann Poison draufgeben und dann gib ihm, mein Freund, gib ihm. Oh, Preparation. Präparation. What? Okay. Alter. Alter. Das tat ganz schön weh, muss ich sagen. 4 Mana finde ich aber ganz cool hier. Er kann jetzt halt hier zwar draufgehen, also mit 6 Damage nochmal in mein Gesicht reinhauen, aber es ist okay. Er hat wirklich, er hat dafür Preparation, Thinker's Sharp Sword Oil und Deadly Poison rausgehauen. Alles in, nee, das hat er nicht in Gold. Ja, bitte geh da drauf. Oh, perfekt. Dankeschön. Das wäre ein bisschen doof gewesen, wenn du jetzt weiter in Face gegangen wärst. Oh, aber das gefällt mir nicht. Die finde ich nämlich nicht so ganz cool. Komm, hol dir neue Dagger. Jawohl. Sechs Mana. Spielen den raus. Machen den hier weg. Den wollen wir nämlich hier nicht haben. Ich frage mich, was ist das? Ist es Maligos Rogue? Könnte das Maligos Rogue sein? Wenn ja, hat er dann nicht vielleicht ein bisschen zu früh sein? Tickers, Sharp Oil oder. Ne, das wäre dann Oil Rogue, gell? Ich komme da immer voll durcheinander mit den Rogues hier, Rogues da. Oh, nice. Hallo, mein Freund.
Ja, da hat er den Backstrap natürlich ready. Für 0 Mana. Für 0. Und er hielt sich nochmal um 8. Ah, es ist okay. Geht dann noch Face, holt sich eine neue Waffe und end turn. Okay, dann gucken wir mal, ob unser Dr. Boom hier noch irgendwas richten kann. Weil ich hätte mal gesagt, wir machen hier eine Bombenstimmung und das werde ich jetzt einfach mal machen, weil es mir wichtig ist, dass die weg ist, weil die kann richtig böse sein hier. Die kann richtig, richtig böse sein. Wenn er jetzt die Zaubersprüche rausgecastet hätte, hätte er sein Board voll mit diesen 1-1ern und könnte hier richtig krassen Shit machen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ihm ja Damage hier machen. Weil wir wollen Damage machen, liebe Freunde. Damage. So. Und Charger. Wie der das genau aussuchen kann, ey. Ja, ich treffe jetzt einfach mal den und ich treffe jetzt einfach mal den, weil ich es kann. Nö. Er geht Face. Sehe ich das richtig? Aber er kann uns nicht töten, oder? Das Spiel könnte jetzt theoretisch vorbei sein. Wie viel macht es dann über 4, gell? Wir kommen leider nicht so weit. Das Spiel ist höchstwahrscheinlich vorbei. Drei. Das wären dann... Das reicht auf keinen Fall. Wir kommen nicht so weit. Seine Waffe alleine genügt, um uns zu töten. Wir können keine Karte ziehen. Wir können hoffen und beten, dass die ihm 4 Damage macht. Oh, damn shit. Lass mich mal rechnen. 2 wären 3, 3, 3 und 9. Das reicht auf keinen Fall. Och man, hey, das kann nicht sein. Es gibt es nicht, hey. Es gibt es wirklich nicht. Da hat er wieder die... Da wird er wieder... Ich kann schon gar nicht mehr sprechen vor lauter Frust hier. Da wurde wieder unser guter Druide im ersten Spiel komplett besiegt. Das kann ich nicht fassen, ey. Das kann ich nicht fassen. Wir müssen doch nur noch einen Sieg mit dem Druiden machen. Sonst muss ich mir hier ziemlich schnell ein Ding bauen. Mal wieder einen guten Hunter. Es ist halt auch, uns fehlt eine sehr, sehr wichtige Karte auf jeden Fall in dem Druiden-Deck. Und zwar, diese Karte ist natürlich, wie könnte es auch anders sein, hier die Force of Nature zum zweiten Mal. Weil wir die halt absolut nicht haben. Außerdem ziehen wir wirklich nur gerade richtig crabbigen Crap her. Wir wollen Low-Cards haben, wir sind ein Aggro-Deck. Geht doch. War das jetzt so schwierig? War das jetzt so schwierig, hier jetzt mal so eine Hand rauszukriegen? Anscheinend ja. Spielen gegen den Priester, der den coolen Kartenrücken hat. Hey. Oh, ich mag den Kartenrücken. Sieht schon gut aus. Sehr starker Anfang, muss man sagen. Hier gleich mal mit einem Mana-Kristall mehr anfangen. Gegen den Priester. Gegen den Dragon Priest mal wieder. Oh, komm schon. Aber ist okay. Okay, langsam reicht es auch mit den kleinen Minions. Es ist gut, mein Freund, okay? Gut, einerseits will ich mich nicht beschweren. Andererseits, ja. Ist es auch nicht so schön. Okay, er macht natürlich hier den Trade, hielt den dann wieder hoch und ja, kennt man ja. So. Ich spiele jetzt den Knife Juggler raus. Machen den weg, aus Gründen, die ich jetzt gerade nicht verstehe, weil ich eigentlich weiter in Face gehen sollte. Aber es ist erstmal in Ordnung. Nice, okay, er spielt jetzt den hier raus, will also den Knife Juggler im nächsten Turn wegmachen. Living Roots können hier jetzt also direkt reagieren sogar.
Werden wir auch machen. Sollen wir erst... Ah, ne, wir machen ja 2 Schaden damit. Ne, wir machen das so. Wir spielen jetzt hier 2 Damage da drauf. Machen hier direkt den Trade. Hauen den hier raus. Wieder in der Cell-Form. Zack. Face, 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 face. 19. Okay, Turn 5. Eine Karte mehr auf der Hand. Und ja, er hat noch volle Hand, aber weniger Leben. Das ist natürlich nicht so ganz gut. Ich gucke gerade so aus dem Fenster bei mir und ich muss sagen, verdammte Scheiße, draußen hat es mega angefangen zu schneien jetzt gerade bei mir. Das finde ich nicht wirklich cool, wenn ich ehrlich bin. Sollen wir Face gehen? Eigentlich möchte ich nicht Face gehen, aber ich will Face gehen. Wir holen uns einen dicken Taunt. Wir hätten ihn schon relativ weit down, wenn ich ehrlich bin jetzt. Wir hätten ihn sehr, sehr weit down. Er kann aber jetzt höchstens ein Minion spielen und hier... Die Holy Nova würde halt das komplette Board von mir wieder clearen. Ah, okay. Ah, okay. Dann setzt er da noch den hier drauf. Hä, das war aber doch jetzt gar nicht sinnvoll, mein Freund. Was hatte das denn jetzt wieder für einen Sinn? Jetzt lass ich mal ganz kurz rechnen. 4. Dann habe ich hier das. Mach den hier weg. Dann habe ich hier 3. 3, 4, 5. 5 und 3 sind... 5 und 3 sind 8 und 4. 4 sind gewonnen, hätte ich mal gesagt, oder? 4 sind gewonnen. Jetzt mal gucken, wo das Knife reingeht. Ja, wenn das Knife jetzt hier reingeht, ist es natürlich noch idealer sogar. Weil dann mache ich die Trades nämlich anders. Meine nämlich so. Ich verliere dafür jetzt ein Kristall. Ja, mein Gott. Ich habe einen Kristall verloren. Oh, damn, shit. Och, komm schon. Well played. So, damit haben wir jetzt die letzte Runde gewonnen, kriegen wieder ein bisschen Gold und einen Stern leider nur, den wir wieder nicht angezeigt kriegen. Und das Gold kriegen wir auch nicht angezeigt, die EP auch nicht. Juhu, nice. Gut, ich bedanke mich damit mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Mein Name ist Scroll, bis zum nächsten Mal, denn Türlü.